Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Mini-Lectures der Fachhochschule des BFI Wien, wo Expertinnen und Experten einige ihrer Themen präsentieren. Sollten Sie weiteres Interesse an den Inhalten haben, freuen wir uns über eine kurze Nachricht. Jetzt aber erst einmal viel Spaß! Willkommen bei der Mini-Lecture Hierarchie und Gruppe. Mein Name ist Roland Schuster und ich leite Sie durch diese Mini-Lecture. Diese Mini-Lecture beinhaltet die Betrachtung der Unterschiede zwischen Hierarchie und Gruppe. Die Betrachtung der Möglichkeit, eine hierarchische Struktur mit Gruppen zu kombinieren. Eine Darlegung der Herausforderungen, mit denen Repräsentantinnen von Gruppen konfrontiert sind. Kennzeichen für eine hierarchische Struktur ist die indirekte Kommunikation. In der Hierarchie werden Konflikte durch Über- und Unterordnung gelöst. Das Kennzeichen von Gruppen ist die direkte und unmittelbare Kommunikation. Gruppen mit mehr als 12 Personen teilen sich in Untergruppen auf. Gruppen müssen Konflikte austragen. Ein Hinweis für diese Mini-Lecture: Wenn ich in dieser Mini-Lecture von Gruppen spreche, meine ich Gruppen von maximal 12 Personen. Hierarchische Strukturen werden verwendet, um die Komplexität der Kommunikation zu reduzieren. Nehmen wir als Beispiel 7 Rollen. 7 Rollen ergeben bei hierarchischer Strukturierung 6 Kommunikationslinien. Die Formel dafür lautet N-1, wobei N die Anzahl der Personen ist. In hierarchischen Strukturen werden die Rollen durch Einzelpersonen besetzt. Die hierarchische Struktur bleibt erhalten, auch wenn die Personen ausgetauscht werden. In Gruppen können individuelle kommunikative Potenziale erschlossen werden, die in hierarchischen Strukturen nicht erschlossen werden können. Der Grund dafür ist, dass Gruppen in Bezug auf Kommunikation komplexer sind. Als Beispiel, wir nehmen 7 Personen in Formation einer Gruppe. Das ergibt 21 Kommunikationslinien. Die Formel dafür: n mal n minus 1 halbe, wobei n die Anzahl der Personen in der Gruppe ist. Hierarchie bedeutet hauptsächlich indirekte Kommunikation. Hierarchie ist eher distanziert und rational. Es ist einfach, Absichten zu verbergen aufgrund der indirekten Kommunikation. Rolle und Person sind voneinander getrennt. Personen sind austauschbar. Im Gegensatz dazu die Gruppe, es gibt direkte Kommunikation. Ziemlich nah und emotional. Es ist schwierig, Absichten zu verbergen, eben aufgrund dieser direkten Kommunikation. Rolle und Person stimmen überein. Der Austausch einer Person ist schwierig und erfordert einen Gruppenprozess. Hierarchie kombiniert mit Gruppen. Wenn sich Vorgesetzte moderat hierarchisch verhalten und Gruppenkommunikation pflegen, dann ist es eine Kombination von Hierarchie und Gruppe. Wenn sich Vorgesetzte strikt hierarchisch verhalten und keine Gruppenkommunikation pflegen, dann ist es eine strikte hierarchische Struktur. Wird eine Abteilung streng hierarchisch geführt, gibt es also keine Gruppenkommunikation. Das Motto ist Divide et Impera, das ist lateinisch und steht für Teile und herrsche, und dadurch wird ein Minimum an Kommunikationslinien erreicht. Das bedeutet, der Vorgesetzte würde jeweils nur mit einem seiner Mitarbeiter gleichzeitig sprechen. Wenn eine Abteilung moderat hierarchisch geführt wird, dann ist Gruppenkommunikation erlaubt, dann werden Diskussionen innerhalb der Abteilung geführt, es wird der Konsens gesucht, wenn möglich. Wenn kein Konsens möglich ist, entscheidet der Vorgesetzte. Das bedeutet, der Vorgesetzte hat die hierarchische Macht. Er behält diese hierarchische Macht auch dann bei, wenn er Gruppenkommunikation ermöglicht. Allerdings ändert die Gruppenkommunikation zum Beispiel das Bild der Gesamtsituation für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Abteilung, weil nun alle gemeinsam
ein Gesamtbild der Situation der Abteilung haben. Dadurch wird allerdings auch die Kommunikation komplexer und langwieriger. Wenn der Vorgesetzte streng hierarchisch handelt, dann ist indirekte Kommunikation lediglich die Weitergabe von Befehlen von der hierarchisch höheren an die hierarchisch niedrigere Abteilung. Der Modus der Kommunikation ist Befehl und Gehorsam. Der Vorgesetzte innerhalb der Abteilung erteilt den jeweiligen Mitarbeitern seine Anweisung, überspitzt formuliert seinen Befehl. Umgekehrt holt der Vorgesetzte der Abteilung in der nächsthöheren Hierarchieebene ebenso die Befehle ab, die für ihn nun gelten und die er mittels seiner eigenen Abteilung nun umsetzen muss. Der Vorteil liegt darin, dass Kommunikation reduziert ist. Wenn Vorgesetzte moderat hierarchisch agieren, dann ist die indirekte Kommunikation mit Verhandlungen sowohl in der hierarchisch höheren als auch in der hierarchisch niedrigeren Abteilung verbunden. Der Modus der Kommunikation ist also die Verhandlung. Was bedeutet es, wenn jetzt moderate Hierarchie angewendet wird? Sehen wir uns diese drei Gruppen an. Also wir sehen hier eine Gruppe weiß, eine Gruppe grün und eine Gruppe schwarz, jeweils dargestellt durch entsprechend gefärbte Kreise. Innerhalb der jeweiligen Gruppen findet direkte Kommunikation statt. Um nun die Gruppen untereinander zu koordinieren, ist es notwendig, dass die einzelnen Gruppen Repräsentanten und Repräsentantinnen versenden. Dadurch entsteht eine neue Gruppe, die Gruppe der Repräsentantinnen. Auch dort ist ja die Kommunikation direkt. Allerdings in Bezug auf die Interessen der Gruppen, von denen die Repräsentantinnen entsandt wurden, ist die Kommunikation indirekt. Und das hat zur Folge, dass es Herausforderungen gibt, und zwar insbesondere für Repräsentantinnen. Repräsentantinnen müssen mit doppelter Zugehörigkeit und Loyalität umgehen. Das heißt also, man gehört zwei Gruppen an. Einerseits sollten Repräsentantinnen vertrauenswürdig und loyal gegenüber der Gruppe sein, die sie repräsentieren. Andererseits sollten Repräsentantinnen aber auch vertrauenswürdig und loyal in der Gruppe der Repräsentantinnen sein. Innerhalb der Gruppe, die sie vertreten, müssen sie im Namen der Gruppe der Repräsentantinnen sprechen. Und innerhalb der Gruppe der Repräsentantinnen müssen sie im Namen der Gruppe sprechen, die sie repräsentieren. Sehen wir uns diese Herausforderung an einem Comic an. Ich zeige hier einmal das erste Comic, das eine gelungene Verhandlung darstellt. Wir sehen also links oben die weiße Gruppe und rechts oben die schwarze Gruppe, die einen Repräsentanten entsendet. Der eine Repräsentant der weißen Gruppe ist völlig in weiß, der andere Repräsentant der schwarzen Gruppe ist völlig in schwarz dargestellt. Beide Repräsentanten sind mit Verhandlungen beschäftigt, sie argumentieren, sie diskutieren. Es dauert eine Weile, bis es schließlich zum Shake Hands kommt. Das Besondere an diesem Shake Hands, also an diesem Handschlag der Repräsentanten, ist, dass die Darstellung der Repräsentanten sich geändert hat. Der vormals ganz in weiß dargestellte Repräsentant der weißen Gruppe ist nun in schwarz und weiß dargestellt. Also sozusagen hat seine Weißfärbung gewisse schwarze Anteile angenommen. Genauso ist es mit dem Repräsentanten der schwarzen Gruppe, der vormals ganz schwarz dargestellt war. Auch er ist nun schwarz und weiß dargestellt. Die letzte Sequenz zeigt nun die Heimkehr der Repräsentanten zu den jeweiligen Teams, zur jeweiligen Gruppe, die von ihnen repräsentiert wurde. Die Teams selber von den Gesichtsausdrücken und der Haltung sind nicht sehr erfreut über die heimkehrenden Repräsentanten. Denn sie sehen, dass gewisse Interessen der Gruppe, die den Repräsentanten entsandt hat, nicht in die Vereinbarung der Repräsentanten Eingang gefunden haben. Trotzdem ist das eine gelungene Verhandlung, denn sowohl die Gruppe Weiß als auch die Gruppe Schwarz hat Interessen aufgeben müssen, hat aber auch Interessen behalten können. Das heißt, eine der Herausforderungen für Repräsentanten und Repräsentantinnen ist, dass sie in jedem Fall, da eine Doppelzugehörigkeit und eine Doppelloyalität besteht, bis zu einem gewissen Grad Interessen aufgeben werden müssen, da sie sonst ein unausgewogenes Verhandlungsergebnis erzielen. Und was das bedeutet, schauen wir uns dann an in der nächsten Sequenz, wo wir eine misslungene Verhandlung dargestellt sehen in einem Comic. Es ist dieselbe
dieselbe Ausgangssituation. Wir haben wieder eine Gruppe Weiß, die einen Delegierten entsendet. Wir haben wieder eine Gruppe Schwarz, die einen Delegierten entsendet. Beide Delegierten verhandeln intensiv und es endet schlussendlich mit einem Handschlag. Allerdings ist die Situation nun so dargestellt, dass der eine Repräsentant, der die schwarze Gruppe vertreten hat, noch immer ganz in Schwarz dargestellt ist und der andere Repräsentant, der die weiße Gruppe vertreten hat, nun ebenfalls ganz in Schwarz dargestellt ist. Beide Repräsentanten kehren zurück in ihre angestammten Gruppen. Der schwarze Repräsentant wird von der schwarzen Gruppe freudestrahlend empfangen. Alles lächelt, es ist Jubel. Der ehemals weiße Repräsentant, der nun schwarz dargestellt ist, kehrt in die weiße Gruppe zurück und ist konfrontiert mit Zorn, mit Menschen, die also böse Gesichter haben, zornige Gesichter, die entsprechend eine Haltung haben, wo Fäuste geballt sind. Das ist eine misslungene Verhandlung, weil dieser Handschlag der Repräsentanten, der muss ja schlussendlich unterfüttert werden von Aktivitäten der ursprünglichen Gruppen. Und diese Aktivitäten, die sind lediglich dann zu erwarten, wenn die beiden ursprünglichen Gruppen jeweils auch eigene Interessen wahren konnten. Im Fall der Gruppe Schwarz, die nun alle Interessen wahren konnten, wäre das kein Problem, weil das war ja die Ausgangssituation. Das Problem ist allerdings im Fall der Gruppe Weiß, die gar keine ihrer Interessen in der Verhandlung der Repräsentantinnen durchgesetzt hat. Das bedeutet nun, dass die eigentlich aktiv werden muss, aufgrund dieses Handschlags, ohne auch nur eine ihrer Interessen verwirklicht zu sehen. Das wäre sehr unrealistisch zu meinen, dass also die Menschen, die da betroffen sind, das Ergebnis der Verhandlung auch tragen. Deshalb ist sozusagen auch die Freude des Repräsentanten in Schwarz, die hier in dem Comic ausgedrückt ist, eine trügerische Freude. Zusammenfassend können wir also Folgendes feststellen. Die Kommunikation in Hierarchien ist von geringerer Komplexität, distanziert, rational und zu einem großen Teil indirekt. Die Kommunikation in Gruppen ist eher komplex, nah, emotional und direkt. Strenge Hierarchien haben Befehl und Gehorsam als Kommunikationsmodus. Der Vorgesetzte entscheidet alles. Moderate Hierarchien sind eine Kombination aus Hierarchie und Gruppe und haben die Verhandlung als Kommunikationsmodus. Die Abteilungen können als Gruppen mit dem Vorgesetzten als Repräsentantin geführt werden, was Raum für Gruppendiskussionen bietet und die Komplexität erhöht. Loyalität und Zugehörigkeit sind Herausforderungen für Repräsentantinnen. Repräsentantinnen, also in unserem Fall sind das die Vorgesetzten, müssen das Geben und Nehmen zwischen Gruppen, das wären in unserem Fall die Abteilungen, ausgleichen. Und zwar, um das Funktionieren der Organisation aufrechtzuerhalten. Strenge Hierarchien sind schnell in der Entscheidungsfindung, arbeiten Konflikte nicht auf, haben also ein hohes Konfliktpotenzial. Moderate Hierarchien sind langsam in der Entscheidungsfindung, arbeiten Konflikte ab und haben daher ein geringes Konfliktpotenzial. Weiterführende Literatur findet sich auf der jetzt eingeblendeten Folie. Das war unser Mini-Lecture zum Thema Hierarchie und Gruppe. Vielen Dank für Ihr Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Diese Mini-Lecture wurde Ihnen von der Fachhochschule des BFI Wien präsentiert, einer der führenden Hochschulen für Wirtschaft, Management und Finance. Weitere Informationen zu den Inhalten oder zum Profil der Expertinnen und Experten erhalten Sie, wenn Sie den QR-Code scannen.